Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um eine ganz gefährliche Zuschauerfrage. Die Frage selbst ist nicht gefährlich, aber das, was der Zuschauer hier vorhat. Und zwar, ein Mieter fragt an, ob er bei einer fehlerhaften Betriebskostenabrechnung den Vermieter wegen Betruges anzeigen kann. Immer wenn Sie als Mieter oder als Arbeitnehmer überlegen, Ihren Vermieter oder Arbeitgeber anzuzeigen, ist höchste Alarmstufe gegeben. Machen Sie das niemals, aber auch wirklich niemals, ohne vorher rechtlichen Rat einzuholen. Die große Gefahr ist nämlich die, eine unberechtigte Strafanzeige kann dazu führen, dass der Vermieter bzw. der Arbeitgeber kündigt. Im Arbeitsrecht kann das sogar bei einer berechtigten, also bei einer klaren Straftat des Arbeitgebers so sein. Im Mietrecht wahrscheinlich nicht, aber ich wäre auch da sehr, sehr vorsichtig. Ja? Insofern Hände weg von der Strafanzeige, solange Sie sich nicht haben beraten lassen vorher. Und ein Anwalt wird da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich sage immer, wozu eine Strafanzeige? Was man gemacht hat, damit kann man nicht mehr drohen und man riskiert noch sein Mietverhältnis. Ja? Also diese Frage schon mal vorweg. Jetzt gab es hier aber ein paar Fragen, die ich jetzt mal der Reihe nach beantworte. Zunächst einmal, die Fragen sind alle, die gehören alle zusammen. Ich hätte auch eine Frage aus dem Mietrecht. Inwieweit muss man bei einer fehlerhaften Betriebskostenabrechnung von einem Irrtum des Vermieters ausgehen? Naja, ich sage nur mal eine Statistik. Ich habe mal gehört, 80% aller Betriebskostenabrechnungen seien falsch. Jetzt einfach eine Privatschätzung von mir, von der können Sie sich nichts kaufen, aber ich vermute mal, davon wiederum 80% mit Sicherheit nicht zum Vorteil des Mieters. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ja, hätte meine Lehrerin mal gesagt. Also insofern, ob man davon Irrtum ausgehen muss oder nicht, kann ich nicht beantworten. Aber ich gehe da erstmal nicht so ohne weiteres immer vom Irrtum aus. Ja, insbesondere, wenn der Mieter hier übervorteilt wurde. Wenn der Mieter zu viel zurückbekommt oder zu wenig Betriebskosten abgerechnet bekommt, ja, dann können Sie eher vom Irrtum rausgehen. Aber dann ist ja auch, da erübrigen sich auch die weiteren Fragen, die jetzt kommen. Oder direkt gefragt, ab wann liegt Betrug zulasten des Mieters vor? Ja, Betrug wird in relativ vielen Fällen durchaus vorliegen. Das Problem ist nur, Sie werden diesen Betrug nicht so ohne weiteres beweisen können. Ja, ist schon überhaupt die Unrichtigkeit der Abrechnung zu beweisen, ist extrem schwierig. Man muss da Belegeinsicht nehmen und vieles kann man auch einfach nicht aufklären, weil einem die Informationen fehlen. Ja? Wenn zum Beispiel Rechnungen in mehreren Abrechnungen auftauchen oder so, man kriegt einfach nicht, könnte man aus einer Zusammenschau vielleicht sehen. Ja? Deswegen empfehle ich ja auch den Mietern immer, sich im Zweifel da vielleicht ein bisschen untereinander kurz zu schließen, aber ist extrem schwierig. Ja, und insofern ist es dann natürlich noch schwieriger, einen Betrug überhaupt nachzuweisen, überhaupt erstmal einen Betrug zu vermuten, aber dann den auch noch wirklich zu beweisen, zumal Sie da auch den sogenannten subjektiven Tatbestand beweisen müssen. Das heißt, nur weil die Abrechnung falsch ist, haben Sie noch keinen Betrug. Sie müssen beweisen, dass der Vermieter oder die Hausverwaltung das absichtlich gemacht hat und mit voller Kenntnis. Das ist sehr, sehr schwer, gerade weil Betriebskostenabrechnungen doch, naja, ich sag mal so, auch nicht ganz einfach sind, selbst wenn man es ordentlich machen wollte. Ja. Und jetzt kommen wir zur dritten Frage. Und wäre es in einem solchen Fall sinnvoll, Strafanzeige zu stellen? Nein, vor der Strafanzeige rate ich dringend ab. Auf jeden Fall, wenn man sich nicht vorher hat beraten lassen. Sinnvoll ist es aus meiner Sicht fast nie. Denn nehmen wir mal, Sie hätten wirklich einen Betrug, dann ist es manchmal, sage ich immer, was man gemacht hat, damit kann man nicht mehr drohen, dann ist es manchmal irgendwie sinnvoller, man macht da erstmal seine Forderungen geltend und hat so diese Betrugsanzeige so noch in der Hinterhand. Ja? Also man spielt ja auch beim Skat nicht immer ohne weiteres sofort die Bauern und die Asse aus. Ja? Also ich heb mir jedenfalls da auch manchmal aus strategischen Gründen das eine oder andere auf, es sei denn, man hat ja so ein gutes Blatt, also was ja nun wieder sehr selten ist, ja? Dass man von oben runter spielt, aber insofern in der Regel Strafanzeige auf Mieter- oder Arbeitnehmerseite fast nie sinnvoll. Ja? Dass man es in den Raum stellt, ist schon was anderes, ja? Und das gibt einem natürlich dann auch immer eine ganz gute
Verhandlungsposition. Auch da darf man allerdings jetzt nicht zu krass vorgehen. Also Erpressung oder so, auch im landläufigen Sinne, ist nicht gut. Ja? Gehen Sie nicht zum Vermieter und sagen Sie, entweder du zahlst meine Betriebskostenvorauszahlung zurück oder ich zeige dich wegen Betruges an. Das könnte dann auch schon wieder ein Kündigungsgrund sein, könnte außerdem für Sie auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Ja, also Nötigung ist bei sowas immer im Raum. Ja. Gut, soweit. Ich hoffe, die Fragen beantwortet. Betriebskostenabrechnung aus Mietersicht ein ganz heikles Eisen. Insbesondere die Streitigkeiten. Man findet kaum einen Anwalt, der das macht. Und weil das auch im Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht steht, die Kosten einfach zu hoch sind. Und wenn man es macht, muss man es wiederum aber richtig machen. Und das kriegt man alleine nicht hin. Es sei denn, man ist Mathematik-Genie oder ein kleiner Detektiv oder so, dann geht das, dann einfach die Handlungsanleitung aus dem Internet ziehen und dann damit vorgehen. Soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.